Ich würde sagen Muskeltraining. Hallo zusammen und willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Franka und ich freue mich sehr, dass ihr eingeschaltet habt. In dem heutigen Video zeige ich euch meinen letzten Action Haul und es ist leider wieder mal ein bisschen eskaliert. Und ich wollte eigentlich nur so ein paar Raw Nuts kaufen, so ein paar Pecans. Die haben die ja, schmecken richtig geil und sind dort auch nicht so teuer. Ja, was soll ich sagen? Es wurden wieder zwei volle Tüten draus und weil ich die so gar nicht schleppen kann, habe ich schon einen Teil vor mir liegen. Es ist einfach unfassbar viel. Ich liebe allerdings diese Tüten, denn die nehme ich auch ansonsten immer für meine Einkäufe. Das heißt, eine hatte ich noch im Auto, Gott sei Dank, und eine habe ich nachgekauft. Ist aber nicht schlimm, die kann man immer wieder verwenden, haben ein cooles Design. Und ja, wenn ihr jetzt wissen wollt, was ich da drin habe, was ich alles gekauft habe, dann wünsche ich euch viel Spaß mit dem Video und los geht's. Übrigens, ihr Lieben, um keine Hauls, Unboxings und Reviews mehr zu verpassen, abonniert sehr gerne meinen Kanal, das ist kostenfrei. Und aktiviert auch das Glöckchen, damit ihr benachrichtigt werdet. Okay, dann starte ich jetzt und ich starte gleich mal mit einer richtig coolen Sache, die ich ganz neu entdeckt habe, die ich schon immer kaufen wollte. Und zwar ist das dieses coole Gerät. Das ist ein Steamer per Hand quasi, dass man seine Klamotten, Shirts einfach so steamen kann und dann sind die wohl glatt. Ich hoffe, dass das funktioniert. Ich werde das gerne mal ausprobieren. Das kostete nämlich nur unter 20 Euro. Hier steht Iron Steam Refresh and Sanitize. Das heißt, da kommt einfach heißer Dampf raus und man kann seine Shirts zum Beispiel einfach so an den Bügel ein bisschen glätten. Und das ist für mich echt super praktisch, auch gerade mit den Videos, dass ich nicht immer auf dem Bügelbrett, weil ich wechsle ganz oft meine Outfits und so. Und dann habe ich gedacht, ach, dann könnte das ja eigentlich ganz gut sein. Ich hoffe, dass es klappt. Ich werde das einfach demnächst mal ausprobieren. Wenn ihr mir noch nicht auf Instagram folgt, dann macht das sehr gerne. Vielleicht mache ich das da einfach mal in einem Live-Test. Das würde jetzt das Video hier sprengen, denn ich habe so viele Artikel, dass ich die nicht alle live ausprobieren kann. Das ist jetzt einfach nur ein Haul. Aber vielleicht wolltet ihr auch schon immer mal sowas haben. Gibt es im Action, ich glaube, für 18, 19 Euro in dem Dreh. Fand ich richtig cool. Insofern. Ihr Lieben, ich habe mir aber überlegt, ich zeige es euch aber trotzdem mal, wie es ausgepackt ausschaut und wie es so in der Hand liegt. Also ich finde das eigentlich ganz cool. Dann kann man hier einfach drauf drücken und dann kommt da heißer Dampf raus. Man hat noch so einen anderen Aufsatz, so wie so ein Bürstenaufsatz. Und das ist sehr leicht in der Hand und es soll quasi so das Bügeln ersetzen. Oder halt zumindest ein bisschen leichter machen. Und ich bin echt gespannt, ob das wirkt und ob das funktioniert. Ich glaube, das gab es auch noch in so einem richtigen Blau. Aber ich fand das Türkis eigentlich ganz schön. Ja, warum nicht? Hier noch ein Kabel dran. Okay, also ich bin gespannt, wie es ist. Und wie gesagt, folgt mir gerne auf Instagram, wenn ihr sehen wollt, wie ich das ausprobiere. Also, dann das Nächste, was ich habe. Ich habe mir ein paar Sachen zum Essen geholt. Ich habe mir jetzt gerade einen Löffel geholt, weil ich das total vergessen habe. Aber keine Sorge, es geht hier nicht um Süßigkeiten. Denn ich habe vor ungefähr, ich weiß nicht, drei, vier Monaten angefangen, so ein bisschen Low Carb mich zu ernähren. Also hauptsächlich, nicht durchgehend und ich nehme das auch nicht päpstlicher als der Papst. Aber ich habe eine sehr, sehr coole Alternative für Nudeln für mich entdeckt, gerade beim Action, weil es da super günstig ist. Und ich zeige euch mal, dass ich es wirklich ernst meine. Wie viele Packungen habe ich mir gekauft? Also ich habe mir 5 Packungen davon gekauft und 5 Packungen davon. Und ich zeige euch mal, was das ist. Das sind im Endeffekt, ich glaube sogar beides die gleichen. Einmal nennen die sich Spaghetti und einmal nennen die sich Noodles. Aber ich glaube, genau, die Noodles, die waren etwas dünner. Die sind so ein bisschen wie Glasnudeln. Und diese Noodles, hier steht drauf, Zero Noodles, 9 Kalorien. Die sind aus Cognac. Das ist so eine Wurzel und ihr habt damit quasi keine Kalorien. Da sind super viele Ballaststoffe drin. Ihr müsst dazu gut was trinken. Ihr müsst sie sehr gut abspülen. Und dann könnt ihr sie einfach in eine Soße reingeben zum Kochen. Man kann damit Spaghetti Bolognese machen, man kann irgendeinen Thai-Curry oder generell irgendeinen Curry machen. Ihr könnt einfach nur Gemüse zum Beispiel anbraten mit einer schönen Soße, auch mit Sahne. Also ich mache auf jeden Fall da eine Menge rein, dass das richtig gut schmeckt. Und dann koche ich die einfach 2 Minuten am Ende mit. Und dann hat man wirklich das Gefühl, dass man Nudeln isst. Auch mein Mann isst das mit mir. Und ich habe jetzt easy 5 Kilo abgenommen. Wenn ihr Lust habt, dass ich euch mal so ein paar Rezepte damit zeige, dann folgt mir gerne auf meinem Zweitkanal Franka und Paul. Den habe ich mit meinem Mann. Und da hatte ich mir jetzt vorgenommen, dass wir da mal vielleicht so eine Woche unsere Ernährung so ein bisschen mitfilmen. Also gerade wenn es jetzt mal ein paar coole Gerichte sind, die auch das beinhalten, sodass ihr ein bisschen Inspiration habt. Das Schöne ist nämlich, die kosten im Action nur 99 Cent. Und im Rewe kosten diese Cognac-Nudeln, die werden auch Shiitake-Nudeln genannt,
knapp 3 Euro. Was da allerdings cool ist, die haben Fettuccine, die wirklich ausschauen wie Fettuccine. Und das ist schon auch nochmal ziemlich cool. Aber es ist sehr teuer mit 3 Euro. Und hier kostet es halt nur 1 Euro. Und die Packung beinhaltet 200 Gramm. Und das reicht wirklich für 2 Personen. Ideal. Und man ist halt dadurch satt, obwohl man keine Kalorien hat. Das ist wirklich unglaublich. Und die Verdauung wird angeregt, weil da Ballaststoffe drin sind. Also ich bin so ein großer Fan und ich wollte euch das unbedingt nochmal zeigen, weil immer wenn ich im Action bin und das da ist, kaufe ich das auf jeden Fall. Und das gibt es auch als Reisvariante. Aber ich muss sagen, die Nudeln finde ich irgendwie noch cooler. Genau. Und ich habe auch letztens im Asiamarkt noch ein paar Nudeln davon mitgenommen. Ich liebe das einfach. Und ich habe meine ganzen Freundinnen damit angesteckt und die haben auch alle easy ein paar Kilo verloren und sind mir total dankbar für den Tipp, weil wer will auf Pasta verzichten? Also ich nicht. Insofern, okay, ihr Süßen, dann machen wir jetzt weiter mit den nächsten Sachen. Dann habe ich mir, weil ich ja auch gerne backe, also ich mache super gerne so Schoko-Brownies oder auch Käsekuchen und auch da gibt es super geile Low-Carb-Alternativen. Da brauchte ich unbedingt noch so eine Backform, so eine Springform, die vielleicht für Brownies ganz gut geeignet ist. Und die Springform dort, da hatte ich ja letztens auch schon eine Runde mitgenommen, die kostet nur 4 Euro, fand ich richtig cool. Deswegen ist die auf jeden Fall mitgekommen. Und dann habe ich auch noch eine weitere Ofenform gekauft, so eine hier. Da versaut man sich das Blech nicht so sehr, ne? Wenn man jetzt einfach nur so Gemüse macht. Und ich mache so viele Sachen im Ofen mittlerweile. So Hackbällchen und Kram. Und dann kannst du das einfach da reinmachen, machst noch ein bisschen Gemüse dazu. Und ja, super. Also das liebe ich und deswegen, das ist dort alles nicht so teuer. Die Sachen halten halt auch nicht ewig, ne? Ich hatte letztens mit einer alten Springform einen Kuchen gebacken und dann hat der Kuchen so metallisch geschmeckt. Die war halt schon 100 Jahre alt, also die war wirklich sehr, sehr alt. Deswegen, das hat dann im Endeffekt meinen ganzen Kuchen versaut und es war so ärgerlich. Und deswegen habe ich gedacht, ich kaufe jetzt neue Sachen, die verkratzt sind und so. Ich schmeiße es weg, weil es bringt nichts, wenn dann der Kuchen hinterher total schrottig schmeckt. Da kaufe ich lieber für 3-4 Euro eine neue Form und dann habe ich ein Tipptopp-Ergebnis. Dann habe ich auch noch was Neues entdeckt und zwar, die haben ja auch immer schöne Kerzen. Da wollte ich einfach mal eine mitnehmen. Die hat mich vom Geruch her ein bisschen an Sol de Janeiro erinnert. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, dieses coole gelbe Duschgel. Das hat auch so eine Farbe und die nennt sich hier Beachy. Jetzt muss ich nochmal riechen. Ja, die riecht echt so ein bisschen. Boah, geil. So viele sagen ja immer, diese Copacabana Balea Creme, die riecht so ähnlich. Aber das hier, das riecht auch ziemlich, ziemlich gut. Ich weiß jetzt nicht, ob es ein Dupe ist, aber es riecht sehr gut. Und von Sol de Janeiro gibt es ja auch die Kerze, die kostet aber, ich glaube, 50 Euro. Das würde ich mir echt nicht kaufen. Und die war 2 Euro und ja, die werde ich gerne abbrennen. Aber die riecht schon so, so intensiv. Und ich finde das cool, dass man es auch zudrehen kann, damit man das quasi nicht so ausdämpft oder... wenn man dann einfach nicht den Duft haben will, ne? Sehr schön. So, dann habe ich 2 Getränke mitgenommen. Ich wollte es eigentlich vor dem Video kalt stellen, um dann eins zu probieren. Habe ich vergessen. Das heißt, ich werde das auch demnächst mal testen. Und zwar von Arizona einmal ein Cowboy-Cocktail Watermelon. Fand ich super interessant und hat auch gar nicht so viel Kalorien. Nämlich 35 Kalorien pro 100 Milliliter, 8 Gramm Zucker. Ich nehme das jetzt nicht so streng, muss ich ehrlich sagen. Ich esse auch einmal die Woche alles, was ich will. Ich öffne auch super viele Foodboxen und da esse ich die Sachen auch. Da habe ich auch überhaupt kein Problem mit. Nur so generell unter der Woche achte ich einfach drauf, dass ich ein bisschen das reduziere und aber nicht hungern muss. So, aber ich habe immer ab und zu Bock auf eine Limo oder sowas. Und das ist halt hier alkoholfrei, soll nach Wassermelone schmecken. Und die ganze Dose hat dann 150 Kalorien, finde ich völlig in Ordnung. Und werde ich auf jeden Fall gerne ausprobieren. Und dann habe ich mir auch noch einen Eistee mit Pfirsichgeschmack auch noch mitgenommen. Da ist exakt dasselbe. Und ich liebe schwarzen Tee mit Pfirsich. Eistee ist voll mein Ding. Insofern, ich hoffe, dass es gut ist. Ich werde es einfach mal sehen. Aber ich glaube, das muss man einfach kalt trinken. Und deswegen mache ich das dann auf. Okay, jetzt das nächste, was ich habe. Das hat mich super interessiert. Ich esse den ganzen Tag über extrem viele Nüsse. Ich esse so 2 Mahlzeiten am Tag. Das wird jetzt hier ein halbes Ernährungsvideo. Tut mir leid für die, die das nicht interessiert. Es kommen gleich noch ein paar andere Sachen. Aber ich esse zwischendurch extrem viele Nüsse. Ich habe gemerkt, meine Laune ist 10-mal besser. Ich meine, nicht, dass ich jetzt irgendwie schlecht gelaunter Mensch bin, aber seitdem ich so viele Nüsse esse, bin ich noch besser drauf. Das ist irgendwie so ein richtiger Endorphin-Kick. Keine Ahnung, oder Serotonin, ich weiß es nicht. Ich bin gut gelaunt und habe Power und Energie
Und ja, dann habe ich gedacht, da kannst du dir ja auch nochmal eine gemischte Nussbutter mitnehmen. Einfach für mein Eiweißbrot, wenn ich Bock auf sowas habe. Vielleicht ist es eine Nutella-Alternative oder irgendwie für Soßen könnte ich es auch nehmen. Ich weiß es nicht. Ich werde es jetzt gerne mal für euch verkosten, Bio-wise. Und es ist irgendwie ziemlich flüssig, habe ich den Eindruck. Und da sind unterschiedliche Nüsse drin. Hauptsächlich Erdnüsse, Cashews, Mandeln, Haselnüsse. Ziemlich interessant, ne? Oh ja, das riecht gut. Oh, das riecht mehr, also nach Erdnüssen, muss man schon sagen. Es ist ja auch Hauptsache vom Bestandteil Erdnuss. So sieht das Ganze aus. Jetzt habe ich so einen alten Silberlöffel genommen, ne? War jetzt auch nicht gerade der Knüller, um euch das zu zeigen, aber egal. Oh. Mir klebt alles zusammen. Es zieht einem so alles zusammen. Also ich habe gerade das Gefühl gehabt, dass das alles so pumpig ist. Aber jetzt ist es gut, ne? Schmeckt nicht schlecht, es ist kein Zucker drin, das merkt man auch. Und, oder? Ne, 4,8 Gramm, also ganz, ganz wenig. Es ist halt dadurch sehr eiweißreich, Ballaststoffe, halt gesundes Fett, ne? Also wie gesagt, ich bin großer Fan von Nüssen, insofern. Ja, ich weiß nicht, ob ich euch das jetzt empfehlen würde. Es schmeckt wie eine flüssigere Erdnusscreme mit noch ein bisschen irgendwas anderes drin, aber die Erdnüsse, die kommen schon extrem raus. Mein Mann liebt aber Erdnussbutter, insofern zur Not isst er das einfach auf dem Brot. Wir machen uns das ja auch unter die Spiegeleier. Ja, genau, für sowas könnte ich es, glaube ich, ganz gut nehmen. So, dann habe ich ein totales Schnäppchen gemacht. Jetzt kommen wir mal zu dem Non-Food-Bereich sozusagen. Und zwar habe ich einen Riesenpack Batterien gekauft, weil ich habe einige Geräte, wo ich das immer mal wieder brauche. Und immer, wenn ich Batterien brauche, habe ich keine. Und dann habe ich gedacht, dann passt das ziemlich gut. Da habe ich einfach 60 Stück und die haben nur 10 Euro gekostet. Also das ist, glaube ich, wirklich ein richtig guter Deal. Sonst kaufe ich immer welche im Aldi. Ich glaube, da kosten dann so 4 oder 8 Stück schon 4 Euro. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall unverhältnismäßig teuer. Und hier 60 Stück für 10 Euro. Ich glaube, da kann man nicht meckern. Insofern, da kann ich auch noch was abgeben an jemanden, der welche braucht. Hier aus der Family und so. Ne? Also das finde ich eigentlich ganz gut. Ich habe gerade gesehen, ich habe doch noch 2 Food-Sachen. Und zwar habe ich gesehen, die haben Himalaya-Salz. Ich liebe das, so dieses pinke Salz. Das hat super viele Mineralien und ich nehme eigentlich nur Meersalz oder sowas. Und ich hatte keins mehr. Ich hatte das mal aus dem Aldi, aber es ist leer und deswegen nehme ich aktuell Meersalz, was mal in irgendeiner Foodbox drin war. Und hier habe ich gedacht, habe ich das 100% natürlich. War auch nicht sehr teuer da. Kann man sich einfach in eine Mühle füllen. Schmeckt irgendwie besser und ihr habt mehr Mineralien. Ich würde euch das empfehlen. Ich finde das ganz große Klasse. Und dann habe ich mir, wie gesagt, die Pecans nochmal mitgenommen. Und übrigens wollte ich sagen, vielen Dank für den Tipp. Mir hatte letztens jemand gesagt, ich soll nicht mehr als 2 Paranüsse am Tag essen. Also das sind jetzt keine Paranüsse, sondern Pecans. Die kann man wohl so viel essen, wie man will. Aber diese Paranüsse, die sind wohl radioaktiv. Und mehr als 2 soll man nicht essen. Und dann habe ich das natürlich nochmal gegoogelt und habe gedacht, ach du Scheiße, das stimmt echt. Also ich sag mal vielen Dank, wenn ich hier euch irgendwas zeige, und ihr wisst genau Bescheid, dass das irgendwie Schrott ist oder so und dass man sich da wirklich einen Schaden zufügt, dann schreibt mir das sehr gerne in die Kommentare. Für sowas bin ich echt offen, weil ich finde, das müsste man doch eigentlich auf die Packung schreiben, dass man davon nicht mehr essen darf. Also das ist ja gemeingefährlich, sowas frei in den Handel zu geben, ohne einen Hinweis darauf, dass das nicht gesund ist, ne? Aber finde ich hart. Insofern vielen Dank an all diejenigen, die mir das geschrieben haben. Es waren ein paar Leute. Deswegen bleibe ich bei den Pecans. Die schmecken eh noch ein bisschen besser. Und die sind roh. Kann man sich auf Salat drauf geben. Ich esse die halt, wie gesagt, einfach so. Ich snacke die Nüsse. Ich weiß nicht, bestimmt 300, 400 Kalorien nur an Nüssen. Aber es bekommt mir so gut. Insofern ist mir das völlig egal. Und ich habe, wie gesagt, trotzdem abgenommen. Also insofern muss jeder für sich entscheiden. Und jetzt habe ich gerade noch mal in meiner Tüte gekramt. Das ist halt dann so, ne? Da verschwinden auch mal ein paar Sachen. Es war doch noch was zum Essen da, nämlich Beef Jerky. Kennt ihr das? Beef Jerky Original, das ist so getrocknetes Rind, wie so Chips, aber halt nur Protein. Ich finde das ziemlich geil, ich habe das mal irgendwo gegessen und dann habe ich es gesehen und habe gedacht, ach, wenn du so einen Heißhunger auf was Salziges, Fleischiges hast und so ein Chipsersatz, ne, ist das, glaube ich, genau das Richtige. Es war dort auch nicht so teuer
Und da freue ich mich drauf. Sowas snacke ich dann mal zum Fernsehgucken oder so, ne? So, dann habe ich für meinen Mann allerlei Sachen gekauft für den Garten und auch normale Scheren, weil das Problem ist, unsere Scheren, die kriegen hier Beine und der regt sich jedes Mal auf, ich habe so viele Scheren gekauft, wo sind die? Dann habe ich gedacht, okay, komm, ich habe die gesehen, die kosten unter 1 Euro, günstiger also als bei Ikea. Dann habe ich einfach mal 2 große Haushaltsscheren gekauft und für meinen Mann, da der so viel im Garten ist, habe ich einmal so eine Gartenschere gekauft. Genau, eine Gartenschere. Damit kann man dann auch Pflanzen schneiden. Und ist jetzt irgendwie gerade aufgegangen. Ja, genau, hier so. Fand ich eigentlich ganz gut. Die werde ich denen dann gleich mal runtergeben. Und dann zusätzlich auch noch so eine kleine Hacke hier, ne? Was heißt das? So ein Handspaten. Und die haben allerlei Gartenzubehör, total billig. Die haben auch Zeug, um Unkraut zu entfernen, indem man das wegbrennt, wenn das auf so Steinen durchwächst. Ne? Das Problem haben wir auch. Aber irgendwie war mir das zu skurril, mit so einem Brenner dann das Unkraut wegzumachen. Wenn ihr damit Erfahrung habt, schreibt mir das gerne mal, weil das war mir ein bisschen zu kurios, muss ich ehrlich sagen. Und hier habe ich gedacht, kann man mal die Qualität der Gartenmaterialien testen, ob das hier gut hält oder ob das gleich abbricht und so. Eine Gartenschere kann mein Mann immer gut gebrauchen. Insofern, ich glaube, damit können wir die Sachen ganz gut mal austesten, ob die Qualität da auch ganz gut ist. Ne? Dann habe ich mir, da wir ganz häufig jetzt unterwegs sind, irgendwo uns sonnen, also beziehungsweise Fahrrad fahren und wir nehmen uns Handtücher mit und legen uns mal kurz 5 Minuten irgendwo hin. Und auch für den Garten habe ich ganz schöne Handtücher gekauft. Und zwar einmal in der Farbe und einmal in der Farbe. Einmal für meinen Mann und für mich. Fand ich total süß. Brighton steht hier drauf. Das ist ein Hammamtuch. Aber ich werde es einfach als Liegetuch nehmen. Die sind ganz weich. Super Qualität. Haben hier solche Bommeln. Und die kosten, glaube ich, 6 Euro. Und die sind halt ganz, ganz dünn. Das ist halt ziemlich cool. Und dann kann man einfach, wenn man auf der Liege nochmal was drauflegen will, damit man auch nicht so schwitzt und so auf die ganzen Gartenmöbel und so. Oder wenn man unterwegs ist und man hat eine Decke dabei. Man kann das einfach noch schön drauflegen und es sieht schön aus. Ne? Also mir hat das sehr, sehr gut gefallen. Ich zeige euch nochmal hier, wie die groß aussehen sollen. Und ja, ich freue mich total. Fühlt sich total mega weich an. Es ist riesengroß. 1 Meter mal 1,80. So, dann habe ich natürlich noch was zum Ordnen genommen, denn ich kriege ja viele Beautyboxen und ich sortiere mir das jetzt immer in Verlosungen und so weiter und so fort, was ich einordne oder was ich verschenke oder spende. Und ich brauchte noch so ein paar kleine Teile und die kosten unter 1 Euro inklusive Deckel. Ihr müsst nur darauf achten, dass ihr euch den Deckel mitnehmt, weil der ist meistens nicht da, wo die Dinger sind, sondern irgendwie so ein bisschen daneben. Und dann kann man das einfach so einklemmen, man kann das gut stapeln. Ich habe zig Dinger davon im Keller in ganz unterschiedlichen Größen und im Action ist das wirklich am günstigsten. Ich habe da mal richtig krass eingekauft. Ich glaube, wenn ihr euch dieselbe Größe im Bauhaus kauft oder irgendwo in einem Baumarkt, dann zahlt ihr 7, 8 oder 10 Euro, je nachdem, was das für eine Marke ist. Und hier kostet es halt, wie gesagt, unter 1 Euro, ist es super robust und ich bin sehr, sehr zufrieden damit. Insofern, das würde ich immer wieder nachkaufen und dann kann ich einfach super gut meine Kosmetik sortieren und ordnen und lagern. Ja, finde ich sehr gut. So, dann habe ich in dem Zusammenhang auch noch so ein paar Teile für den Kühlschrank gekauft, denn die sind vorne etwas niedriger als hinten und das fand ich doch sehr praktisch, als ich das gesehen habe, weil das Problem ist, ich hatte letztens schon solche Kühlschranktrenner gekauft, allerdings sind die vorne und hinten gleich hoch und ich habe die in dem oberen Fach drin. Ich muss es immer rausziehen und die Sachen rausnehmen und das nervt mich total. Und jetzt, wenn das vorne etwas niedriger ist, kann ich einfach an die Sachen dran, komme ich besser dran und muss nicht immer die Kiste rausziehen. Weil ich habe mir schon gedacht, ob ich das lieber lasse und einfach die Sachen normal im Kühlschrank lagere, weil das total nervig ist, wenn man immer eine komplette Klarsichtbox rausziehen muss, um das rauszunehmen. Ich will ja einfach mal so reingreifen und das geht jetzt halt hier viel besser, weil es vorne niedriger ist. Ne? Insofern nicht schlecht und die kosten auch halt, wie gesagt, 1-2 Euro. Mehr nicht, ne? Und dann habe ich wieder einen Block mitgenommen, weil ich muss mir immer einen Block mitnehmen. Ich liebe es, mir alles aufzuschreiben. Den fand ich vom Design her so schön. Und der ist auch richtig groß. Da kann man einfach mal richtig schön planen. Das ist liniert. Ich glaube, der war gar nicht so günstig. Ich glaube, 1,50 oder so. Ist jetzt nicht das günstigste für so einen Block. Aber es sind 125 Blatt.
Und damit komme ich schon eine Weile aus und ja, ich kritzel das immer alles voll und schreibe mir alles auf, was in meinem Kopf ist. Ne? Okay, die letzten Artikel sind jetzt ein bisschen unspektakulärer. Ich habe einmal hier so normale Feuerzeuge mitgenommen, die kosteten glaube ich 80 Cent einfach für Kerzen. Auch die, ich verliere die immer überall. Also ich habe dann welche hier in meinem Büro, dann habe ich welche im Wohnzimmer, dann nimmt man das mal mit für unterwegs und so weiter. Wir rauchen nicht, aber die Feuerzeuge verlieren wir irgendwie ständig. Und deswegen habe ich die gekauft und dann auch noch welche, die man nachfüllen kann mit Gas, glaube ich, ne? Ja, genau, nachfüllbare. Und dann haben wir auch welche für den Garten, wenn man da draußen mal eine Kerze anmacht und so, ja. Fand ich dann ganz schön. Dann habe ich noch ein paar Fusselrollen mitgenommen. Die sind auch immer ganz gut. Ich habe so ein, zwei schwarze Hosen. Da sind immer Fusseln dran, auch wenn die aus der Waschmaschine kommen. Ich weiß nicht, was da ist. Ich glaube, das war schon so, als ich die gekauft habe. Und das habe ich nicht bei jeder Hose, aber bei so ein, zwei habe ich das. Und das nervt mich tierisch. Und wenn ich dann mit so einer Fusselrolle rübergehe, ist das weg. Aber trotzdem lädt sie sich immer wieder auf. Also ganz kurios. Wenn da jemand von euch einen Tipp für mich hat, wie ich das vielleicht waschen kann mit irgendwas Speziellem, dass das irgendwie weggeht und nicht mehr wiederkommt. Vielleicht ist da irgendein Verarbeitungsfehler. Ich weiß es nicht, weil das schon komisch ist, dass das so, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, dass da so permanent halt so Fussel dran sind. Und das sieht dann total doof aus, ne? Naja, ansonsten behelfe ich mich weiter damit. Und das letzte Artikel ist etwas, was gar nicht so fancy ist, sondern eher mehr retro. Weil ich weiß, jeder hat jetzt heutzutage Bluetooth-Kopfhörer, irgendwie diese AirPods oder sowas. Aber ich habe ja ein Samsung-Handy, ein Galaxy. Und ich trage ganz normale Kopfhörer, also ich habe keine Bluetooth-Dinger und habe mir jetzt neue gekauft. Die sind hier schön in rosa von Sony, die kosten nur 6,95 €. Und da gab es auch noch billigere für 1-2 €, aber ich möchte ja auch ein ganz okay Klangerlebnis haben. Deswegen wollte ich jetzt nicht die allerbilligsten nehmen und Sony ist eigentlich ja eine sehr gute Marke. Ich kann mir gut vorstellen, dass die im Mediamarkt 10-20 € kosten. Manchmal, man kann ja auch noch mehr Geld dafür ausgeben. Aber bei mir waren irgendwie die Dinger hier dran schon so ein bisschen abgegrabbelt. Und dann habe ich gedacht, ich kaufe mir mal ein paar neue, weil auch die fliegen bei mir überall rum, mal in der Tasche, dann nimmst du das mit. Und dann finde ich das eigentlich ganz gut, ne? Okay, ihr Süßen, das war's mit meinem Haul. Ich gucke nochmal. Ja, das war's. Wahnsinn. Es war eine Menge. Es waren um die 100 €. Soweit es geht, habe ich euch vielleicht die Preise eingeblendet. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen, hat euch vielleicht ein bisschen inspiriert. Vielleicht habt ihr ein paar Neuheiten kennengelernt. Wenn ihr Neuheiten habt oder irgendwelche Artikel, die besonders cool sind, die ich mal testen soll, dann schreibt mir das gerne in die Kommentare. Ihr könnt mir auch gerne über Instagram eine Nachricht schicken. Freue ich mich immer sehr drüber. Und ansonsten wünsche ich euch noch einen ganz schönen Tag. Hier könnt ihr mich abonnieren. Hier gibt es nochmal zwei meiner letzten Videos. Und dann sage ich Tschüss, bis zum nächsten Mal.